Hi Leute und willkommen zu unserem Leben. Wir zeigen euch heute, wie man den Pony Warte lernt. Der Trick ist von Alexander. Der hat sich das einfach mal kurz selbst beigebracht. Und ich fand den Trick ganz nützlich und habe ihm das dann einfach mit Kommando gelernt. Wir können kurz zeigen, wie der Trick aussieht. Warte, warte. Gut. Also Warte ist einfach nur ein seitlich gucken, dass er mir sozusagen ein bisschen Wartezeit gibt. Warte habe ich tatsächlich einfach so gesagt, ne? Und dann ist auch aus dem Trick geworden. Ich habe das ihm dann einfach so gelernt, dass ich gesagt habe, warte. Und ihm dann den Kopf rumgeschoben habe. Ihr könnt es auch in die andere Richtung machen. Ich habe das jetzt in die Richtung für besser empfunden für mich. Auch weil ich Rechtshänder bin. Ja. Gut, bleib einfach da stehen. Gut. Wir machen wieder Warte. Axel! Oh mein Gott, stopp! Bleib da stehen! Oh Axel, du bist im Weg, du nervst! So, wieder. Warte, Kopf rum. Und vielleicht langsam kommt diese Tendenz, dass die dann schon mal anfangen, so ein bisschen selber den Kopf rum zu tun. Das Gute an dem Trick, wenn das Pony das dann von sich aus anbietet, in Anführungsstrichen, also das heißt, ihr kramt und die machen einfach kurz Kuchen zur Seite, ist es für euch nicht störend, sondern es ist halt eigentlich, es fällt kaum auf. Er macht es noch nicht, ja, er macht es halt noch nicht so krass, dass er jetzt wirklich so in 90 Grad sagen würde, 80 Grad geht. Er macht es nur so ein bisschen dezent, guckt weg und dann ist er auch wieder da. Ja, dann könnt ihr irgendwann warten und dann schiebt ihr einfach den Kopf rum, wenn er es noch nicht von sich aus macht. Aber vielleicht ist bei manch einem Pony jetzt schon so ein bisschen das Köpflein angeschalten und das tut schon selber verbinden. Das heißt, warte. Und er hat schon verbunden. Ihr könnt dann mit der Hand ein bisschen nachhelfen. Das heißt, ihr macht noch so ein bisschen zack und die weichen. Also ihr schiebt noch so ein bisschen nach. Aber bei den meisten Pferden ist es dann irgendwann nicht mehr notwendig. Das heißt, warte. Ich schieb nach. Und rufe ihn wieder zu mir. Ihr könnt dann auch brav oder ihn halt oder okay sagen, dass ihr ihn wieder aus der Position erlöst sozusagen. Oder er kommt einfach von selber wieder rum, wenn ihr die Möhre hinhaltet oder das Leckerli. Warte. Ja. So. Also er kann es jetzt, weil ich es ihm schon gelernt habe. Ihr könnt das gerne, wenn ihr jetzt sozusagen, ihr könnt den ersten Schritt, also dieses Warte auch immer jeden Tag mal machen, so 10 Mal. So 10 Mal oder so, dass ihr wirklich dieses festigt und das jeden Tag mal so ein bisschen nebenbei. Ihr könnt es auch vorm Futter geben, wenn ihr jetzt Futter gebt, den jeden Tag, könnt ihr immer mal warte und dann schüttet ihr es rein und sagt, kannst essen. Ja, und dann kann er essen. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen Trick ihr eurem Pony oder Pferd mal lernen wollt. Worüber wir mal ein Video machen könnten. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Pietro. Bitte von mir an den Pietro. 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 Er ist wieder anwesend. So. Warte. Und er bietet mir an. Und sobald er den macht, könnt ihr sofort loben eigentlich. Weil er hat schon mal ist verstanden, dass er auf jeden Fall schon mal weggucken muss. Wie gesagt, ihr könnt es auch in die Richtung machen. So, warte. Und okay. Aber wie gesagt, das finde ich halt von der Richtung einfach gerade für mich nicht so empfehlenswert. Ne? So. Wieder warte. Gut. Ihr müsst auch nicht warten nehmen, ihr könnt auch warten oder irgendwas
Pause oder irgendwie so. Pfirsich. Pfirsich? Gut, der Pedro. Oder einfach lass mich oder so, wenn ihr das für was anderes benutzen wollt. Ja, genau, wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade super gestresst seid oder öfter mal gestresst seid, weil das Pferd euch nicht in Ruhe lässt, könnt ihr auch sagen, lass mich, und dann nimmt seinen Kopf weg und ihr könnt, keine Ahnung, gerade Bürste rausholen. Ich versuche auch gerade Axel Nein zu lernen, weil wenn er irgendwie schaut, also kann ich einfach Nein sagen. Und hört er auf. Wie gesagt, darüber können wir auch mal ein Video drehen, schreibt es wie gesagt in die Kommentare. So, machen wir noch einmal. Alles klar. Warum bist du dann woanders? Pedro? Du auch, ja. So, warte. Ja. Warte. Du bist so frech. Warte, 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 wir stellen so. Warte, warte, ja. Axel, du nervst. Ich hatte die Hoffnung, doch. Also, auf jeden Fall war das jetzt das Video. Ich hoffe, nach vielen Wiederholen klappt das dann bei euch, wenn ihr es lernen wollt. Für mich war der Trick sehr nützlich. Einfach auch bei Alex, der war sehr oft recht aufdringlich. Und wenn ich dann so gekramt habe, jetzt Leckerli rausholen oder was auch immer, dann war es meistens so, oh, kriege ich bitte eins. Und dann hat er irgendwo rumgewühlt. Und dann habe ich gesagt, warte. Und dann habe ich halt, ja, hat er halt gewartet. Und er hat sich das so beigebracht, ich habe immer warte, ne. Mensch reden kennt man ja. Man redet ja auch einfach irgendwann mal so los. Und dann hat er irgendwann weggeguckt, und dann habe ich gesagt, länger warten, und dann hat er nochmal weggeguckt, und dann, bei dir sollte man es auch mal einführen. Und dann hat er halt gewartet. Hier, weil du so gut mitgearbeitet hast. Hier. Ich hoffe, und falls ihr euch jetzt denkt, hä, aber Axel hat doch gar nicht mitgearbeitet. Wir haben vorhin schon ein Trensenvideo gedreht. Darum hängt dort sein Halfter und eine Trense. Nee, Axel, that's it. Falls ihr noch nicht gesehen habt, guckt gerne auf unserem Kanal vorbei. War sehr cool, wie du mitgearbeitet hast. Darum habe ich auch eine Wärme bekommen. Ja. Obwohl sie sehr viel bekommen hat. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt, unser Lieben.